Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Ja, da geht's endlich weiter mit der Hauptstory. Finde ich ganz gut. Ja, okay, hier haben wir nichts drin. Aber in der Welt haben wir ja noch offen. Genau. Dann wollen wir mal die ganzen Gespräche mitnehmen. Da wäre noch ein Gespräch. Da wären Gespräche, aber wir nehmen erstmal das damit. Bei der Ranch. Mit Elsie. Ich glaube, da wird noch was erzählt. Wir schauen mal. Cooper ist auch hier. Okay. So. Steady now, Elsie. I'm worried you'll spill some. Was? Verschütten? Don't worry, Ma. I just gotta tell Daisy what to do, and she'll get to it. She's real good at it. She'll fly it over to a surrounding village in no time. Mm-hmm. How wonderful. So, can she bring it all the way to another city-state for us, too? I don't know. They ain't a migrating bird, so they ain't built to fly those kinds of distances, Ma. But she can take you on a ride somewhere if you like. Mm-hmm. Oh, with my old bones? No, dear. I'm just happy to be down here with you. Mhm. Sie haben, also die haben sich sehr viel zu erzählen, oder? Cool. Die verstehen sich wieder anscheinend, aber nur Cooper ist ein bisschen arschig. Sehr arschig, finde ich. So, nennen wir es jetzt Saloon. Mr. Saloon. Hier, bitteschön. Blue Moon Saloon. Dann schauen wir mal. Ja. Amira. Mhm. Aha. It's you two. Ja. The man who made fun of my outfit and the beauty who laughed at me. Mhm. Only because you wouldn't leave me alone, sir. Listen, I'm not one to hold a grudge. Mm-hmm. I can see you dressed for the job you wanted, but who would want to be a plaid bottle of mouthwash? Oh, Pablo. No, clearly you've really hurt his feelings. Stop. Please, stop. Aww. You have a kind heart, ma'am. And, may I say, you're even more beautiful than I remember in my trauma-induced flashbacks. Hör auf zu flirten. Hey, Amira. He's not bothering you, is he? Oh, no. We're just discussing my fashion sense. You think it's good, right? Oh! Hey, Angel. I didn't see you there. Say, I know this really nice place down the way. Mm-hmm. Really authentic Eufaula cuisine. Was soll das heißen? Really? Yeah, let him have it. Okay, sind nur kurze Gespräche. Is this how you always behave? Let me guess. You've never been in a relationship, ever. Mm-hmm. See? But he tries so hard. It's cute. Mm-hmm.
No. Dann lass mal die besprechen, ne? Wir gehen weiter. Natürlich zur nächsten Hauptquest. Ich bin gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Ja, Construction wollte ich sowieso mal rein. Da ist auch ein Gespräch. Okay. Hallo, Shuri. Hier, Construction Kreuzung. Da gehen wir rein. Hier ist anscheinend auch ein Gespräch. Eigentlich. Ah, okay. Hier noch nicht. Gut, dann kann ich ja mal kurz hier einkaufen. Eigenheim-Veränderungsset würde ich gerne mal mitnehmen, um mir das anzuschauen. Ja, jetzt nicht. So, dann gehen wir mal nach oben, oder? Ich gehe einfach mal hier hin. Genau. Hier war es richtig. Well, I wasn't of much use here. You guys did pretty much all the work. Mhm. I can see Portia's been good for you. You've matured, Albert. You used to complain a lot when you were left out. Mhm. And you're looking extra well, Heidi. Got any plans after this? Ist er vielleicht der Sohn von Higgins? Ich bin mir nicht sicher. I thought we'd been over this. Righto! Just thought maybe enough time had passed, I'd shoot my shot again. Mhm. Flattered, but not interested. Righto again! Well, perhaps we could just catch up as old mates. Mhm. That I can do. Mhm. Ich frag mich, wo Nia bleibt. Kommt sie jemals zurück? Oder muss ich mir doch ein Doppelbett kaufen? Kann ja sein, ne? Oder hätte ich mir mehr um sie kümmern müssen? Habe ich ja eigentlich. Sehr viele Gespräche mit ihr geführt. So einigermaßen. Musa ist hier. I finished discussing with Heidi all her plans and matched it with Portia's. Her plans were so well designed that I could have just telegrammed her instead of coming on this trip. Mm-hmm. It's always better to discuss things in person. That way, you'll have a better working relationship going forward. Ja, das stimmt. Anyway, how about this? Take a little vacation here in Sandrock. All expenses paid. Don't stick around too long. Gail told me you're starting on the bridge towards the Eufaula soon, yes? Mm-hmm. Can't argue with that. And yes, you're right. That'll be quite the task as well. Luckily, we've got a new builder in Portia who's all that, and a bag of crisps. Das war ich. Okay. Oh? I'd be interested in meeting this builder. Das ist, ich. Mein anderes Ich. Ob der noch lebt? Ob der noch da ist? Ich weiß es nicht. Muss ich noch Portia installieren, um das zu sehen? Ich glaube nicht, oder? Ich hoffe nicht. Sonst wird es ein bisschen merkwürdig. Gut. Muss ich hier noch was tun? Muss ich noch auf der Karte gucken, ob noch was ist? Nö, wir haben nur Gespräche mitgenommen. Alles gut. Ja, cool. Gut, dann gucke ich mal kurz. Entschuldigung. ich komme hier irgendwie nicht. Kurz mal bei Dingens gucken. Genau hier. War das dieser Raum? Zivildruppe, genau. Zivildruppe wollte ich mal rein. Mal schauen, ob da was Neues gibt an Sachen. Ressourcen haben sie immer. Ich meinte jetzt Sachen. 39, ist das das Höchste? Anscheinend ja. Speer der eisernen Fee. Das ist natürlich Stufe 50.
Wieso haben sie keine Stufe 50 Sachen? Untersuchen. Ja. Die kennen wir ja. Aufträge hänge ich jetzt nicht an. Weil es auf Dauer sonst zu viel kostet. Ja, was könnten wir jetzt noch machen? In den 10 Minuten? Wir haben nichts zu tun. Auf der Karte ist nichts gezeichnet. Naja, außer dass wir da diesen Jagdmeerstation bauen müssten. Könnten wir eigentlich einen Auftrag nehmen, ne? Jagdmeerstation. Kriegen wir zwar kein Geld dafür, aber es wird gebaut. Dann schauen wir mal, ob wir alles haben für Jagdmeerstation. Meine Güte. Jagdmeerstation. Ja, haben wir alles. Sehr gut. Dann bauen wir das schnell fertig. Perfekten Zustand. Sehr gut. Kann ich das noch weiter verbessern, bevor ich es baue? Ola sagt da, nö. Ich weiß nicht. Jagdmeerstation. Ja, kann man noch weiter verbessern. Sehr gut. Oh ja. Selten ist besser. Mehr geht nicht. Okay. Sehr gut. Nein. Ja. Dann bauen wir mal die Jagdmeerstation auf. Bevor Mia das tut, machen wir das. Vor allem im perfekten Zustand, ne? Finde ich sehr gut. Und danach schauen wir uns mal dieses Eigenheim-Veränderungsset an. Mal gucken, was das kann. Ich hoffe, ich kann die Treppe damit verändern. Aber mal schauen, wie das funktioniert. Ich bin sowas von lost. Und noch falsche Richtung. Wir müssen da unten hin. Genau, da unten hin. Man kann die Brücke noch schöner machen. Aber sie gibt mir den Auftrag dafür nicht. Finde ich schade, ja. Aber zwecksmäßig. Die Brücke ist da. Wir können sie nutzen. Wir können eine neue Welt. Und. So, dann bauen wir mal die Jagdmeerstation dahin. Da fliegt irgendwas rum, jo. Gut. Und bauen. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, morgen machen wir mal eine kleine Reise. Hier, das Gebiet mal abgucken, abschauen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Kamel wird natürlich hinterherkommen. Wie so ein treuer Hund. Und ja, das habe ich jetzt mit die Fahrt übersprungen. Sollte ja auch. Und dann gehen wir in unser bescheidenen Heim und schauen uns mal hier diesen Veränderungsset an. Sehr gut. Ja, hier, genau. Nein. Wie kann ich es mit Q drehen? Sehr gut. So, perfekt. Sehr gut. Jetzt kann man da besser hoch und okay, warte mal. Ich glaube, ich muss da noch mal ran. Ach, man kann es komplett verändern. Da möchte ich es aber gerne so hinhaben, so dass es nicht direkt in den Weg kreuzt. Ja, genau so.
So. Das Bett ist weg. Habe ich es eingesackt? Wo ist das Bett? Bett? Oh, nee. Wo ist das Bett? Hilfe. Wo ist das Bett? Warte mal, Zukunftsabenteuer ist von der Gegenstandsstufe eigentlich höher. Und besser. Egal. Wenn wir noch umziehen. Ernsthaft, wo ist das Bett? Das Bett wurde automatisch abgerissen. Aber ich vermute mal. Briefkasten. Sag ich doch. Briefkasten. Dankeschön fürs Zurückbringen. Aber wir wollten ja sowieso ein Doppelbett haben. Wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich das Doppelbettchen kaufen werde. Aber erstmal hier standardmäßig. Kann man das nicht drehen? Ja. Genau so. Direkt ins Bettchen rein. So gefällt's mir. Ja. Man kann zwar nicht rausgucken. Aber vielleicht kann man damit hier irgendwie. Große Holztür. Kleine Steintür. Was soll ich denn damit? Okay. Oh. Medizinwerbung. Wieso habe ich das alles? Hä? Kunstmuseummodell. Lämpchenpuppe. Mäh. Warum sollte ich mir sowas hinstellen? Das gehört nach draußen und nicht hier drinne. Hier, das komische Flugzeugdings. Aha. DNA. Ja, genau. Steinerne Tür, was? Okay. Medizinwerbung. Ja, ich mache noch Werbung für Medizin. Jadekelch passt hier auch super rein. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber okay. Ich glaube, sowas kann man auch auf den Tisch stellen. Und hier, das hier. Ne? Fossil. Klatschen wir an der Wand der Fossil. Aber das hier Modell, ich weiß nicht. Gegen Geld kann man ja noch andere Sachen. Wandregal zum Beispiel. Ja, sieht nicht schlecht aus. So. Also man kann schon viel machen. Wandregal aus Holz. Sieht da merkwürdig aus. Farbige Lichter für die Wand. Wir haben keinen Weihnachten, ja? Also, nee. Oh. Die Decke. Oh. Ja, wie geil ist das denn? Oh. Schickimicki. Sehr gut. Schlafzimmer natürlich das große, ne? Komme ich da jetzt nicht ran. Muss ich wohl hochgehen und da benutzen. Hier. So. Wo war denn jetzt so? Hier. Einfach so mitten im Raum. Schick. Ha! Sehr schön. Und eventuell vielleicht daneben noch sowas? Machen wir einfach. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist okay. Kann man machen.
Oh, es gibt auch noch andere Treppen. Oh. Das sieht ja schnicke aus. Ja, nun ist ja, jetzt haben wir so eine Treppe. Irgendwann werde ich das hier sowieso noch vergrößern und verschönern. Nicht jetzt, aber irgendwann mal. So, kann ich das da? Natürlich nicht, ne? Bisschen schade. Auf das Regal wäre es gut geeignet. Aber egal. Schlafenzeit. Bip, 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 bip. So. Ja. Dann machen wir halt nächsten Spieltag weiter. Also nächste Aufnahme. Das war es dann erstmal für diese Aufnahme. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren My Time at Sandrock auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, genauso viel Spaß hattet wie ich. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Sandrock. Ciao mit V, tschö mit Ö. Tschüss.